Hallo zusammen! Da sind wieder Pascal und Sarah von den Card Collectors! Willkommen zu einem neuen Pokémon-Wissen-Video. Unbedingt, das wollten wir schon ganz, ganz lang machen, haben es uns ganz lang vorgenommen. In letzter Zeit ist das Thema doch so aktuell und wir haben ganz, ganz viele Fragen auch von euch bekommen. Das Thema ist ganz aktuell und deswegen haben wir gedacht, jetzt wollen wir nicht länger warten, jetzt machen wir es. Nämlich, wir reden über Fake-Karten, gefälschte Pokémon-Karten, gefälschte Pokémon-Produkte. An sich eigentlich ein wirklich leidiges Thema, gar nichts Schönes. Auf der anderen Seite sehen wir einfach die Chance, wenn wir mit euch darüber reden, wenn wir gemeinsam herausfinden, was ist echt, was ist nicht echt, da kann man so viel gewinnen damit. Man kann Zeit, Mühe einsparen. Es ist ein wertvolles Thema, sich da auszukennen. Leider eine Realität, aber wenn wir gut vorbereitet sind, können wir ein bisschen den Schmerz von diesem Faktor können wir einschränken. Genau, viele von euch haben ja sicher schon Erfahrung auch damit gemacht, vor allem in der letzten Zeit sind immer mehr von den eigentlich Fake-Karten im Handel erschienen und deswegen wollen wir euch mit dem Video einfach mal Tipps geben und einfach mal zeigen, wie ihr es verhindern könnt oder wie ihr so Karten erkennen könnt, so Produkte erkennen könnt und wie wir das umgehen, dass man so Karten nicht in seiner Sammlung findet. Richtig, genau. Mhm. Was ihr nicht wollt, ist gefälschte Karten zu haben oder gefälschte Produkte zu haben. Wie erkenne ich eigentlich, bevor ich die Sachen kaufe, wie erkenne ich Booster, Pokémon Booster, wie erkenne ich Displays, sogenannte Sealed-Produkte darauf, ob sie echt sind oder nicht und geben euch Tipps, an was man es erkennen kann. Das, was eigentlich am wichtigsten ist bei dem Ganzen, weil schlussendlich wollen wir ja verhindern, dass wir eben so Karten kaufen. Und wie ihr schon seht, wir haben da ein paar Sachen schon in der Frontkamera aufgebaut. Wir haben ein paar Sachen von unserer Community bekommen und zusammentragen können. Teilweise sind natürlich echte drunter, teilweise sind Fakes drunter. Und das wollen wir mit euch jetzt genau mal durchgehen und anschauen, woran wir das erkennen. Auf den ersten Blick vielleicht sogar oder auch auf den zweiten Blick. Einfach, dass wir das genau mal alles miteinander durchspielen. Also. Richtig. Wir gehen dabei vor von groß nach klein. Genau. Wir fangen bei den Displays an, weil es ist so ziemlich das Größte und Wertvollste, was du kaufen kannst. Und dann gehen wir weiter dann zu den einzelnen Booster. Genau. Und wie ihr schon seht, wir haben da ein sehr, sehr aktuelles, momentan hochgeschätztes Evolutions Pack. Display, eine Boosterbox. Das ist jetzt ein Original. Das ist ein Original. Ich weiß gar nicht, zur Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich da in den Händen halte, weil das fluktuiert. Ja, das kann alles sein. Ich zeige es mal kurz in die große Kamera hier. Hier, so sieht ein Display aus. Und wir haben jetzt hier nur ein echtes Display. Wir haben kein Fake-Display, einfach aus dem Grund, wir konnten gerade keins finden und wir wollten auch keines bestellen, weil wir das nicht unterstützen wollen. Aber es gibt Bilder im Internet. Es gibt Bilder, wir tun sie euch nachher kurz 1:1 reinschneiden, dass ihr euch das wirklich mal vorstellen könnt. Mhm. Und wir zeigen euch jetzt, was sicherlich ein Indiz oder was Indizien sind, um zu erkennen, dass die echt sind. Richtig. Also damit tun wir da mal die ganzen kleinen Sachen da beiseite, damit wir den Blick besser haben. Also, woran erkennt ihr, dass das Sealed Display echt ist? Ich glaube, du hast es schon gesagt. Sealed Display. Sealed. Will heißen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Dann, damit ihr es sicherlich erkennt, ist es fabrikneu, ist es gerade aus der Herstellung, ist es nicht irgendwie durch viele Hände schon gegangen. Also ist es verschlossen, das ist sicher mal. Es ist verschlossen mit einer Plastikfolie. Genau. Und an der gibt es eben auch noch viele, viele Unterschiede, denn es gibt natürlich auch Sealed Fake Displays. Stimmt, auch die Hersteller von Fake-Produkten haben angefangen, eine Schutzhülle, um ihre Kartons zu machen, um ihnen einen besseren Anstrich zu geben. Also es ist eigentlich ein Kriterium, wo ihr sagt, wenn ihr ein Display kaufen könnt, das keine Hülle drum hat, keine Plastikhülle, dann ist schon mal Vorsicht angesagt. Das ist das erste Indiz. Genau, das ist sicherlich das erste Indiz. Dann, wenn ihr eins habt mit Hülle, dann sicherlich habt ihr die typischen Pokémon oder die älteren Displays haben ja sogar das Wizard of the Coast Logo drauf gedruckt. Daran erkennt man es sicher auch gewissermaßen. Genau, haben die das Logo drauf gedruckt? Richtig, das ist ein gutes Indiz. Wenn es keines drauf hat, ist es sicher gefälscht. Es ist ganz, ganz sicher. Es heißt aber nicht, dass wenn es drauf ist, dass es auch echt ist, weil wir sehen hier ein Fake, ein nachgemachtes Produkt, welches auch diese Kleber drauf hat. Es ist also mehr im Sinn von, wenn es keine hat, könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass es fake ist. Wenn es drauf hat, auch dann ist noch Vorsicht geboten. Ist Vorsicht geboten, aber sicher mal könnt ihr die komplett ausschließen, die keins haben. Das ist sicher mal das Erste. Ein weiteres Indiz, wie man es von außen noch mit
mit teilen kann oder sehen kann, wie es ist, ist, ihr werdet feststellen, ihr schaut von der Seite rein und alle Booster, die drin sind, schauen nach vorne, weil es ist ein Display. Ihr müsst euch vorstellen, in einem Laden macht man das auf und dann schauen alle Booster gegen die Kunden, die dann hoffentlich zuschnappen, oder? Bei gewissen Fakes werdet ihr sehen, dass wenn ihr von der Seite schaut, dass die Booster eigentlich euch von der Seite aus anschauen. Die sind also in ein Reihe und Glied, sind sie so hintereinander. Ihr habt dann 36 Booster hintereinander hier, anstelle von diesen zwei 18er-Paketen, die nach vorne schauen. Wenn ihr also ein aktuelles Evolutions-Display zum Beispiel im Internet begutachtet und dann seht, dass sie von der Seite her nicht so hintereinander sind, sondern so gestaffelt, dann wisst ihr auch, da ganz wird es klar, sich nicht um ein klar. Originales handeln. Und wenn wir jetzt schon von dem im Internet gezeigten Evolutions-Pack reden, wie gesagt, wichtiges Indiz ist auch noch, ist effektiv das drauf, was wir kennen, oder sind komplett andere Pokémon, eben komplett andere Reihenfolge und komplett anders angeordnet da drauf. Das ist natürlich auch ein großes Indiz, vor allem für diejenigen, die das Set ja kennen und die die Artworks kennen, sieht man dann gleich, okay, das hat es nie so gegeben, das ist definitiv nicht richtig. Richtig, und bei englischen Sets kann man davon ausgehen, für ein Set gibt es ein Display, eine Art von Display. Es gibt jetzt von Evolutions, sieht immer so aus, da ist immer das Glurak vorne drauf, das ist das Raichu auf der Seite, es gibt keine Varianten in dem Sinn. Und das ist schon ein bisschen höhere Schule, weil, wie erzähle ich das meiner Tante, oder? Das ist auch schwierig zu sagen, aber für euch, das ist wieder ein Disqualifikationskriterium. Ihr wisst dann, wenn es anders ist als alle anderen, dann wird es auch nicht echt sein. Ist auch ein Thema. Das sind sicherlich einige Indizien, wie ihr so vom Display mal ausgehen könnt oder sicherlich mal rausfinden könnt, ob es sich da um ein richtiges handelt oder um ein gefakedes. Also es gibt ja zwei Sachen. Zum einen schauen wir die Booster an und dann gibt es noch andere zwei, drei Sealed-Produkte, die wir gerne mit euch anschauen möchten. Genau. Aber logisch, klar, ihr habt das Display gekauft oder ein Display ist auf und ihr könnt die Booster anschauen. Und hier wird es interessant, weil die Booster geben euch extrem viel Aufschluss drauf, ob etwas echt ist oder ob es gefälscht ist. Genau, sehr, sehr viel Aufschluss geben, die euch schon einerseits, wie eigentlich vorhin beim Display schon angekündigt, oder erwähnt gehabt, es sind wirklich die Pokémon auch drauf, die drauf sein sollten in der richtigen Abfolge. Das ist verrückt, Abfolge. Ja, genau. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, respektive wir haben eins erhalten, auch von der Community. Eine dieser Lineups ist echt und die andere ist fake. Genau, da haben wir direkt Vergleiche. Könnt ihr es erkennen? Ich weiß es nicht, aber wir erzählen euch dann genau Schritt für Schritt, was der Unterschied ist. Aber hier seht ihr Dragon Majesty, alle vier Artworks. Dragon Majesty, alle vier Artworks. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf die Sachen, die wir klar erkennen können. Und da ist zum Beispiel, ihr seht den Unterschied, wir fangen ganz oben an. Und ich kann euch jetzt sagen, und ich weiß das, die rechts hier sind Originale, die habe ich aus Produkten rausgenommen. Und die links, die haben wir über die Community erhalten. Genau, über die Community erhalten. Und es gibt viele verschiedene Sachen und Profis können euch viel Auskunft geben, aber für euch, um ganz klar zu erkennen, ist immer zuoberst die Verschweißung. Erstens, ihr seht hier Zacken auf diesem Booster und hier dieser Booster ist glatt im Abschluss. Jetzt hat es bei Pokémon noch nie ein Produkt gegeben, das Zacken hatte zum Abschluss. Stimmt, es hat immer, wirklich auch immer eine gerade geschnittene Kante. Genau, auch hier ein Booster, das 10 Jahre alt ist, ein Booster, das 4 Jahre alt ist. Der Abschnitt ist immer gerade und wenn er gezackt ist, dann wisst ihr, das kam woanders her. Genau. Das zweite Indiz ist, hier schauen wir genau hin. Ihr seht, wie das Paket hier zugeschweißt wurde. In der Fabrik machen sie die Packs, dann legen sie die Karten rein. Da kommt so wie ein großes Bügeleisen drauf. Und bei Pokémon seit jeher sind die Linien in der Richtung des Packs. Also die gehen von oben nach unten. Wir sehen hier auch zwei, drei Jahre zurück. Ihr seht von oben nach unten der sogenannte Crimp auf Englisch hier. Daran könnt ihr erkennen, und das zieht sich durch alle Generationen hindurch, die Verschweißung hier ist immer senkrecht. Wenn ich jetzt Fakes nehme, kurze Nerd-Anmerkung, es gab beim Base-Set noch die Long Crimp Base Set Booster. Stimmt. Hier war es ein bisschen anders, aber das ist, soviel ich weiß, die einzige Ausnahme. Und vor allem ist es das Base Set. Beim Base Set müsst ihr eh nochmal genauer hinschauen. Aber ich sage jetzt, alle Sets seither
bei Pokémon immer gerade von oben nach unten. Und hier ist es eigentlich ein Waffeleisen. Hier sind es kleine Würfelchen von dem Bügeleisen. Und hier haben wir auch noch einen Fake-Booster. Das hier hat jetzt zum Beispiel überhaupt keine Verschweißung, respektive wenn wir genau hinschauen, ist es, glaube ich, unten verschweißt hier. Aber daran erkennt man eigentlich wirklich, dass es sich da eigentlich weniger um ein originales Produkt handeln kann. Weil wirklich, Markenzeichen, die sind eigentlich immer, die haben so einen Grip drauf. Genau, richtig. Das ist ein klares Indiz, respektive wenn es nicht so ist wie hier oder wie hier, dann wisst ihr, es ist garantiert nicht echt. Genau. Es geht aber weiter mit dem Verschweißen. Wir haben auch eine Rückseite des Packs und hier ist wieder das echte Pack und hier ist das Fake Pack. Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick sieht das gar nicht schlecht aus. Das CE-Logo ist hier, Gotta Catch 'em All ist drauf, Pokémon.com ist drauf. Ich würde, wenn ich jetzt nicht super, ein super großer Pokémon-Fan wäre und ich hier zum Beispiel an meine Tante denke oder meine Eltern, ich würde es nicht erkennen. Aber auch hier gibt es zwei, drei Indizien. Wir schauen uns wieder hier die Verschweißung an bei den Paketen und vergleichen es. Hier ist es schwierig, weil hier haben wir also ein kleines Würfelmuster bei der echten und auch bei der falschen ist ein Würfelmuster. Bei diesen zwei ist jetzt der Unterschied nicht so groß, aber ich habe zum Beispiel ein weiteres Fake-Booster hier, ganz eindeutig. Und bei vielen von den Fakes ist dieser Abschnitt nicht bedruckt. Die haben hier den Silberstreifen, haben sie ausgelassen, oder? Und bei den echten Packs, wenn ich hier vergleiche, ein echtes Pack, echtes Pack, ja, echtes Pack, ist es immer bedruckt. Mit einem vielleicht einem kleinen Rand hier, oder? Mhm. Aber bei vielen Fakes ist wirklich die ganze Linie nicht bedruckt. Und das hat Pokémon meines Wissens nach auch noch nie gemacht. Auch das ist also ein Indiz, wenn das so ist, dass es fake wäre. Genau, und für die ganzen, die Pokémon-Kenner eigentlich, nur noch ganz kurz, seht ihr, was hier oben geschrieben ist? Crimson Case Across Alolan. Also wenn man das so ein bisschen vergleicht, kann das irgendwie nicht stimmen. Einfach nur wirklich für die, die das Set kennen. Also ist komplett. Und auch die Schrift und eben, also komplett was anderes, was da drauf steht. Irgendwie haben die das von irgendeinem anderen Pack genommen und bedruckt, also auch noch. Aber das ist halt dann wirklich nur, genau wie du sagst, für die Kenner. Mhm. Die Tante würde das jetzt anhand von dem nicht erkennen. Aber das stimmt, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, weil es ist lustig, so typisch, ja. so chinesisch, also asiatische Tabu-Mentalität. So, es ist ja, ja komm, wir packen irgendwas drauf, muss nicht passen, ist einfach so, passt, sieht ungefähr so aus. Das genau, genau. Es soll ja auch nicht eins zu eins darf es ja auch nicht. Ja, zum Glück, zum Glück. Zum Glück machen sie noch diese Fehler, damit wir es besser erkennen können. Genau, genau. Ein weiteres Ding, was nicht so eindeutig ist, ich aber gerne mit euch anschauen möchte, ist, wie satt sind die Karten in der Hülle drin. Meistens ist es so, Kenner sagen, man spürt es sofort, dass Pokémon-Karten etwas wertiger sind. Es ist aber schwierig, das per Video auszudrücken, darum machen wir hier gleich einen Praxistest. Wenn du ein originales Booster hast, dann sind die Karten drin und du hast nicht wahnsinnig viel, nicht extrem viel Spielraum, wo noch viel Hülle drum ist, oder? Wenn ich es jetzt hier zudrücke, sehe ich, es ist ein bisschen Spiel. Wenn ich hier auch bei diesem echten, sehe ich, ich kann keine riesige Falte machen. Es ist ein bisschen mehr Material da. Viele sind extrem dicht, viele sind extrem satt versiegelt. Und ihr seht hier, ich kann ein bisschen eine Welle schlagen. Aber das sieht völlig anders aus, wenn ich dann zu den Fake-Boostern gehe. Hier sind sehr, sehr locker. Die Booster drin. Sehr locker in der Tüte. Und die Wellen, die ich hier schlagen kann, ich meine, ich habe hier extrem viel Platz. Seht ihr, da könnte ich fast noch mal so viele Karten reintun. Da sind so, das ist so nicht satt drin. Und was teilweise auch noch in dieses Material, aber das ist jetzt wirklich nur, wenn man es in der Hand hat. Das Material ist teilweise viel dünner und es ist schwierig zum Beschreiben. Aber man erkennt das, wenn man wirklich ein falsches und ein richtiges Booster an der Hand hat. Die Folie vom richtigen ist wirklich stärker, eben satter und vom Material her ganz anders von der Beschaffenheit als das Fake-Booster. Das ist wirklich, man merkt, das ist so billig eingepackt. Also genau, und das ist ein guter Tipp, wenn ihr zum Beispiel eins zur Hand habt, wo ihr wisst, das ist echt, weil dann ist der Vergleich immer am einfachsten. Ja. Sucht euch ein echtes von irgendwas, bevor ihr 10 weitere kauft, weil dann könnt ihr es gleich nebeneinander stellen und dann in dem Moment findet ihr auch heraus, welches ist denn eigentlich das Fake?
Und welches ist das Originale? Das sind so ein bisschen die Indizien. Das sind so wirklich die Indizien für eigentlich die Booster. Und eben, wie schon Pascal angetönt hat, wir haben da im Hintergrund haben wir noch so ein paar Sealed Products bekommen. Genau. Sollen wir da mal eins aufmachen und schnell schauen? Das ist ja wirklich extrem interessant. Dass wir euch damit auf die Reise nehmen. Das ist sowas, das kannst du auf Märkten im südeuropäischen Raum kaufen. Haben wir auch von der Community zugeschickt bekommen. Ich jetzt als Tante will meinem Sohn, meinem Enkel was Gutes tun, bringe Pokémon mit, sehe, oh, da ist versiegelt, das sieht super aus, da ist Pikachu drauf, Team Up. Mhm. Kenner wissen natürlich, dieses Produkt hat es nie gegeben, aber wie erzählen wir das jemandem, der keine Karten gekauft hat? Es ist sogar versiegelt mit den Pokéballs drauf. Und das ist jetzt gemein, weil das ist ja eigentlich so ein Indiz, was zeigt, hey, es ist echt, weil es hat das originale Logo mit drauf. Richtig. Richtig fies. Deshalb sagen wir auch, wenn ihr die Chance habt, bevor ihr 5 oder 6 davon kauft, macht doch mal eins auf. Oder kauft eines, öffnet es und schaut dann, wie es aussieht. Oh, und auch das Plastik. Also es tut mir leid, wer je ein Booster oder ein Ziel weggenommen hat, der klingt nicht so. Genau, es knistert nicht. Originale knistern nicht. Das ist wirklich sehr, sehr viel Plastik. Ich mach hier mal die Tin auf und sehe... Eigentlich sehr schön verpackt, wenn man so will. Eigentlich was Cooles, Kleines, Pocket Case. Aha. Aber, okay. Aber einfach mal zum euch zeigen, so Produkte werden auch verkauft, findet man, und da muss man auch einfach wissen... Oder nachschauen, hat es die Produkte je gegeben, kann das echt sein? Und eben auch wieder ganz wichtiges Indiz, der Preis. Jeder Sammler oder die meisten von der Community wissen, so die Pokémon-Karten haben unterdessen wirklich einen großen Wert erlangt. Mhm. Und wenn man so Booster oder auch Produkte für, ich sag jetzt mal, rund 10, 15 Euro irgendwo findet, muss man einfach stutzig werden, einfach denken, da kann irgendwas nicht stimmen. Davon ausgehen, dass das nicht stimmt, genau. Also Preis ist auch ein wichtiges Indiz bei allen Produkten, sei es Einzelbooster, Displays oder die kleinen Cases da, immer wirklich, wenn es sehr günstig ist, hey, da muss oben irgendwas klingeln, da ist irgendwas faul dran. Genau, das ist sicher ein Punkt. Jetzt ist aber so, dass oft nicht nur Produkte gefälscht werden, sondern man kann auch betrogen werden, indem man etwas kauft, was schon mal geöffnet wurde und dann wieder geschlossen. Sogenanntes Resealing war auch ein großes Thema, vor allem bei wertvollen Sachen wie einem Evolutions Display. Was momentan ein großes Thema ist, genau. Momentan ein riesenaktuelles Thema. Wir werden dazu ein eigenes Video machen, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, aber nur um euch kurz zu erklären, es muss nicht fake sein, damit es nicht das ist, was ihr wollt. Es gibt auch, wir haben es auf YouTube gesehen, es gab einige Display-Openings, wo sich dann herausgestellt hat, entweder die Booster, die drin waren, passen gar nicht zur Box, da wurde irgendwas reingeworfen, oder die Booster selber in der Box wurden auch geöffnet und wieder geschlossen. Warum ich das erzähle, ist, viele von euch sind extrem wachsam, wenn es drum geht, und vielleicht ein bisschen zu wachsam teilweise. Wir haben dieses Booster jetzt, das ist ein geöffnetes Booster, und ihr kennt es daran, dass ich einfach die Karten hier unten rausnehmen kann, und da sind japanische Karten drin. Das haben wir einfach nur schnell jetzt fürs Video gemacht. Ich habe bei Sarah nach einem Pack gesucht, das geöffnet war, um zu zeigen, wie man denn sieht, ob es geöffnet wurde. Aber wenn wir das jetzt irgendwie wieder zukleben würden, würde man von außen nicht sehen oder kaum sehen. Auch die Profis haben Probleme, solche Booster zu erkennen, weil wenn man wirklich gute Arbeit und professionelle Arbeit leistet und die Ahnung hat davon, dann ist es sehr schwer. Deswegen haben wir gedacht, wir tun das dann auch nochmal separat in ein Video reinpacken, euch vielleicht das nochmal ein bisschen genauer zeigen. Genau, warum ich darauf eingehe, ist, es ist kein Indiz für ein Reseal, wenn ihr hier oben an der Kante diese Plastikspuren hier seht und auch unten diese Plastikspuren seht. Viele sagen dann, oh, das ist resealed, das ist Klebstoff vom Resealing. Ist es nicht. Es gingen ein paar Videos um die Welt, die gesagt haben, Achtung, wenn es dort solche Spuren hat. Nein, das ist was völlig anderes. Ich habe euch erklärt, wenn das Booster gesealed wird, dann kommt so wie ein Waffeleisen drauf, macht das zu. Aber auf der Rückseite habt ihr hier den Booster, und dann seht ihr, dass hier noch diese Lasche ist, oder? Diese Lasche ist natürlich doppelt so dick wie das andere. Das heißt, wenn die Hitze, wenn das heiße Waffeleisen hier drauf kommt, wird es hier perfekt sealen, aber hier, wo es doppelt so viel Material hat, was noch einmal eine Schicht drauf hat, wird es einfach nicht so sauber gesealt. Das Booster Pack ist immer noch völlig verschlossen. Ich meine, auch hier, es ist nicht geöffnet, aber es sieht einfach
nicht schön aus. Und ich kann verstehen, dass jemand sagt, oh, was ist denn da passiert? Aber es ist völlig normal. Wir wollten es nur kurz erwähnen. Mhm. Es ist auch in vielen ETBs drin, Elite-Trainer-Boxen, gibt es einfach Booster, die nicht so schön versiegelt sind. Aber das ist kein Grund zur Panik. Kein hundertprozentiges Indiz, dass sie falsch sind, genau. Vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, warum sollte jemand überhaupt ein Fake-Display verkaufen oder ein Fake-Booster wieder schielen? Es ist halt momentan wirklich eben das Geld. Es spielt immer Geld eine große Rolle, vor allen Dingen momentan, wo der Hype so groß ist und Pokémon wollen natürlich viel auch einen Teil davon abbekommen. Und es geht rein darum, wirklich Geld damit zu machen, weil die günstigen Produkte kauft man natürlich schneller, weil man damit die Ahnungslosen eigentlich überlisten kann, ja. Das ist so, das ist leider so, ja. Das ist halt wirklich das, eben wenn die Mama für den Sohn ein Booster kauft und natürlich sieht, okay, ein Booster kostet, ich sag jetzt irgendwas, 8 und dann bekomme ich es da für 1, 2. Was nimmt man dann? Schlussendlich, wie gesagt, Pokémon-Karten haben momentan einen sehr hohen Wert erlangt. Sie sind nicht günstig und deswegen natürlich eben das Geld spielt eine große Rolle. Das ist so. Auf jeden Fall, es ist falsch, aber es gibt verschiedene Gründe, warum die auf den Markt kommen. So, jetzt, um das Video abzuschließen, sag mir doch, gibt es eine, ich meine, das interessiert uns, das interessiert euch, gibt es eine Garantie für echte Booster? In welchem Fall habe ich eine Garantie, dass ich echte Booster kaufe? Klar, es gibt einige Indizien oder so oder Punkte, die man sicher sich vorher wissen muss. Einerseits sicher der Preis, wie schon angesprochen, ist ein großes Indiz. Dann natürlich ganz wichtig auch, kauft beim Händler eures Vertrauens. Kennt bei Seiten oder Leuten, die ihr kennt und denen ihr vertraut und nicht einfach. Leider ist es nun mal so, auf vielen asiatischen Seiten werden viele von den Fake-Produkten verkauft und wenn ihr nicht sicher seid, dann wirklich geht zu dem Händler eures Vertrauens, ganz wichtig. Weil die kennen sich ja auch aus und die werden euch nicht etwas verkaufen, was sie schon selber als Fake erkannt haben. Deshalb, das ist eine Sicherheit. Genau, und eigentlich der letzte Punkt, man kann auch gegradete Booster kaufen, weil dann seid ihr wirklich ganz, ganz sicher, dass das wirklich echte sind, weil gefakte werden und dürfen einfach nicht gegradet werden. Genau, heißt graded, sie werden wie die Karten, werden sie zu PSA oder einem anderen Anbieter eingeschickt, werden dort auf ihre Echtheit geprüft, werden dann in einem Plastik versiegelt und dann habt ihr das mit Zertifikat, dass das echt ist, wenn ihr 100% sicher seid. Damit habt ihr hundertprozentige Sicherheit, dass es wirklich echt ist. Gibt es denn eine Garantie, dass jetzt ein Booster gefaked ist, dass ich klar sagen kann, ja, es ist gefaked? Und hier gibt es auch eindeutige Zeichen und zwar drei möchten wir euch zeigen. Das eine ist, die Garantie, dass es etwas faul ist, ist der Preis. Wenn etwas extrem günstig ist, ihr wisst, ein Display müsste etwa ab 150 Franken kosten, die günstigsten, natürlich nicht die alten, die sind noch viel teurer. Die Karten etwa zwischen 5 und 6 Franken pro Booster, wenn es massiv drunter ist. Es gibt keinen Grund, warum es massiv günstiger verkaufen würde, wenn es echt ist, weil man kriegt die Preise. Jeder kauft hier für den Originalpreis einen Booster ab. Es gibt keinen Grund, warum ein Händler jetzt auf 2 Franken gehen sollte, wenn er 5 dafür verlangen kann. Also eine Garantie ist, wenn es zu günstig, um wahr zu sein ist, dann ist es nicht wahr. Das ist schon ein großes Indiz, definitiv. Wie gesagt, der Preis. Das zweite ist die Quelle. Ihr könnt bei gewissen Quellen davon ausgehen, wenn ihr sie dort kauft, kriegt ihr garantiert keine echten, weil diese Quellen nicht von Pokémon beliefert werden. Wir denken an große Shoppingportale in Asien, wo du von der Handy-App aus bestellen kannst und dann kommt das auch. Genau. Wenn ihr von dort kauft, könnt ihr auch garantiert davon ausgehen, dass es nicht die echten Sachen sind. Und das dritte ist, wenn der Händler sich ein bisschen drückt und sagt, vielleicht falsche Fotos schickt oder keine Fotos schickt. Die Fotos sind auch ganz, ganz wichtig. Auch sehr viele Marktplattformen, die bei uns jetzt in der Schweiz zum Beispiel sehr aktuell sind, auch hier, wenn ihr nicht sicher seid, dass die Produkte echt sind, unbedingt nach mehr Bildern fragen oder Fotos verlangen, damit ihr wirklich den Echtheitswert es selber überprüfen können mit den Tipps, die wir jetzt euch eigentlich gezeigt haben, gegeben haben. Das ist sicherlich wichtig. Viele Bilder verlangen und nachfragen und wenn der Händler sich vielleicht ein bisschen rausdrückt und ihr merkt, da ist irgendwie, dann lasst lieber die Finger davon. Das ist so, genau. Und extra Tipp, wenn es irgendwie möglich ist, macht noch ein Sealed-Produkt auf, weil je tiefer ihr in das Produkt reinkommt, vom Display in den Booster, vom Booster in die Karten, desto mehr Indizien habt ihr, ob es auch wirklich fake ist. So, jetzt habt ihr gekauft und es hat sich herausgestellt, es ist fake. Kann leider oft passieren, ist vielleicht sogar schon vielen von euch passiert. Was jetzt?
Was jetzt sicher mal als allererstes den Händler anfragen, ob beziehungsweise Bescheid geben, im Händler schreiben, anschreiben, eine Rückforderung verlangen, irgendwie darauf aufmerksam machen. Das ist sicherlich das allererste. Das zweite, ganz, ganz wichtig, und die Community wird es euch danken, gebt die Booster niemals weiter, verkauft sie nicht. Es ist wirklich schön, wenn die Karten nicht in den Umlauf kommen, sodass die Sammler oder auch viele, viele Kinder, die ja den Unterschied nicht auf den ersten Blick erkennen, genau, die Karten dann miteinander tauschen und wirklich gegen wertvolle Karten tauschen. Und das wäre wirklich, das ist wirklich das, was wir probieren zu verhindern, dass diese Karten in den Umlauf kommen. Fake-Sachen entweder für sich behalten oder gleich vernichten. Der Wert von Fake-Produkten ist null. Ja. Null, wirklich null. Ihr könnt nicht mal sagen, okay, 7 Fake-GX-Karten sind so viel wert wie eine echte GX-Karte. Einfach null, weil du kannst sie nicht graden lassen, niemand wird sie dir abkaufen. Mhm. Du machst dich unter Umständen sogar strafbar, wenn du mit gefälschten Sachen handelst. Sie haben null Wert und sie können nur schaden. Deshalb versucht das, der erste Schritt bringt sie nicht wieder in den Umlauf. Unbedingt, ganz, ganz wichtig. In der Schweiz ist es illegal, gefälschte Waren zu verkaufen. Das heißt, auch wenn der Verkäufer sagt, ja, okay, ich habe dir Fakes geschickt, schick sie mir zurück, dann kannst du es eigentlich auch anfechten und sagst, warum soll ich dann bei dem Portal melden, dass du die Sachen gefaked gemacht hast? Mhm. Also man muss ein bisschen abwägen, aber grundsätzlich seid ihr im Recht, wenn ihr behält oder sicher mal einen Konsens findet. Da müssten wir noch einen Rechtsexperten fragen, aber grundsätzlich versucht das nicht wieder irgendwie in den Umlauf zu bringen. Genau. Und versucht zusätzlich noch andere Kunden zu warnen mit dem Comment-Funktion, die es Feedback-Funktion, Comments, einfach auf die anderen darauf aufmerksam machen, weil wenn das bei euch probiert, probiert das vielleicht bei den nächsten wieder, und nur weil ihr das herausgefunden habt, heißt das nicht, dass andere das nicht auch herausfinden. Ganz genau, ganz wichtig. Aus dem Grund auch eben nicht weitergeben, bestenfalls vernichten die Karten und einfach probieren, so Händlern den Gar auszumachen. Ganz genau. So, in der Zusammenfassung. Wie können wir verhindern, weil wir die Frage beantworten möchten, wie können wir verhindern, die Fake-Produkte zu kaufen? Also erster Tipp, kaufe bei Händlern deines Vertrauens ein. Und die Quelle. Die Quelle. Versichere dich, lass dir eine Garantie von dem Händler geben, dass die Produkte wirklich, wirklich echt sind. Dann hast du auch was in der Hand, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Und mach unbedingt den Test mit unseren Tipps. Also die ganzen Tipps, die wir hier euch im Video gezeigt haben, unbedingt schaut nach, vergleicht die Booster, die Produkte. So könnt ihr wirklich relativ gut doch feststellen, ob das sich um echte Produkte handelt oder doch um gefälschte. Genau. Und mit diesen Tipps und Strategien, das war jetzt doch einiges, ich hoffe, wir konnten euch helfen, viel Zeit und Frust einzusparen. Mhm. Teilt doch bitte dieses Video auch mit euren Freunden, mit eurer Familie, damit wir alle gemeinsam diese Fakes erkennen und einschränken können. Genau. Und der Vorteil ist, wenn die Fakes nicht mehr da sind, können wir uns an den Karten freuen, die da sind, die echten Karten. Richtig, die einzig wahren. Die einzig wahren Karten, die einen Wert haben, die oft viel besser hergestellt sind. Mhm. Und wir beim sehen uns. Video. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.